Hallo allerseits und willkommen zu dieser Bausatzbesprechung, dieses Mal von Masterbox, der britische Mark I Female Panzer im Maßstab 1:72. Wie man hier auch lesen kann, 2014 ist der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 100 Jahre her und anlässlich dessen bereichern diverse Modellbauhersteller ja, die Auswahl mit recht interessanten Bausätzen. Ich persönlich finde es sehr gut, wenn man so manch andere Modellbaukollegen über den Ersten Weltkrieg reden hört, könnte man meinen, das war das finstere Mittelalter. Aber eigentlich ist es gar nicht mal so lang her. Ich denke mal, die meisten haben ja, diverse Familienangehörige, die da dabei waren. Natürlich nicht mehr lebend, aber die kennt man schon auch irgendwie. Also ich weiß es zum Beispiel von meinem Urgroßvater, dass der da dabei war. Und das ist auch ein Thema, das mich interessiert und das nach wie vor doch recht aktuell ist. Und ja, so viel Panzer gab es natürlich im Ersten Weltkrieg nicht. Zumindest verschiedene Modelle nicht so. Und da finde ich es mal schön, dass Masterbox ja, in dem Maßstab mal was auf den Markt bringt. Da gab es ja nur, soweit ich weiß, von MH so Gurken und von FX gibt es da auch ein bisschen was, wobei das eher 1:76 wäre. Also definitiv eine Bereicherung. Gut, schauen wir einfach mal rein. Wenn man dann da die Schachtel öffnet, fliegen einem hier so die Teile entgegen. Die sind nicht besonders geschützt. Allerdings muss ich sagen, bei meinem Bausatz hier gibt es keine Beschädigungen und soweit ich das erkennen kann, ist die ganze Sache auch nicht sonderlich anfällig. Dann fangen wir mal mit der Bauanleitung an. Hier hat es so einen kleinen Einleitungstext in drei verschiedenen Sprachen, Englisch, Deutsch und Russisch. Ja, über das Fahrzeug und die Hintergrundgeschichte, das ist sehr ausführlich und ich muss sagen, auch sehr informativ, das würde man so vielleicht in irgendeinem ja, Buch finden, aber definitiv wird man das nicht bei so einer Bauanleitung erwarten. Das finde ich sehr schön. So, wenn wir dann aufmachen, sehen wir hier nochmal eine Zeichnung mit allen enthaltenen Teilen, damit man hier die Übersicht behält, aber so viel ist es ja auch nicht. Trotzdem finde ich das immer gut, da kann man auf einen Blick überprüfen, ob alle Gießäste enthalten sind. Dann geht es ja los mit dem Zusammenbau. Und ihr seht, es ist sehr einfach. In den meisten Fällen sind nur wenige Teile zu verbauen. Da kommt man auf jeden Fall nicht durcheinander. Ist also sehr anfängertauglich, möchte ich mal sagen. Ist auch sehr groß. Also die älteren Herrschaften müssen da nicht unbedingt mit Lesebrille arbeiten, will ich hoffen. Ja. Der Bausatz ist jetzt auch nicht so kompliziert, aber die haben es schon sehr gut gemeint hier mit der Bauanleitung. Ja, schön ist hier auch, dass man die Luken hier offen darstellen kann. Soweit ich das gesehen habe, sind das eigentlich die einzigen. Ja, ist ein bisschen schade, aber besser wie nichts natürlich. Dann hier kommt die Bewaffnung rein. Das ist natürlich so im Design von den MH-Bausätzen. Einfach nur so eine runde Scheibe mit einer Röhre raus. Und das kann man auch beweglich bauen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz der Anspruch, den wir da als Modellbauer haben, aber ich sag's mal so, solange es von außen richtig aussieht, ist mir das wurscht, wie spielzeugmäßig das innen aussieht. Hier kommen dann die Erker dazu. Das hier ist so eine Dachkonstruktion, die da auf dem Panzer sitzt. Ist recht interessant, hier wird gezeigt, wie man es zusammenbaut und hier zeigen sie es nochmal, wie es fertig aussehen soll.
Ist eigentlich gar nicht schlecht, weil hier das nicht so ganz eindeutig ist. Ja, soll es ganz vorne hin oder weiter hinten? Ja, aber hier sieht man das nochmal recht gut. Hier kommen dann die Ketten ran. Und hier sieht man nochmal das fertige Modell in allen Lagen. Hier liegt dann noch ein kleiner Zettel bei, wie man auf diesem Dach ja, dieses Gitter, fotogeätzte Gitter montiert, beziehungsweise noch diverse andere Fotoätzteile. Warum das nicht gleich in der Bauanleitung integriert ist, verstehe ich nicht ganz, aber der Zettel ist auch nicht zu übersehen. Auf der Rückseite von der Verpackung haben wir dann die Bemalungsanleitung. Abziehbilder kommen da keine drauf. Da haben wir hier unten eine Farbtabelle, die bezieht sich auf Vallejo und Live Color. Aber hier jetzt auch mit Worten beschrieben, was das ungefähr sein soll. Ich denke, da kann jeder sich das selber ja, vorstellen, was für Farben er da nimmt. Ich habe ja immer die Revell-Farben. Ich würde da schon so ein Äquivalent rausfinden. Sehr interessantes Tannenschema. Das ist ja, Schlacht an der Somme 1916. Also im Grunde einer der ersten Einsätze von gepanzerten Fahrzeugen im größeren Umfang. Und viele denken immer, der Erste Weltkrieg, das war alles recht monoton. Aber man kennt es vielleicht auch von den Doppeldeckerflugzeugen. Das war eigentlich alles sehr farbenfroh. Und ist vielleicht auch schwer vorstellbar, dass so eine Tarnung einen besonderen Tarnwert eigentlich hat. Aber das war damals offenbar nicht so entscheidend. Dann schauen wir uns mal die Bauteile an. Hier im Grunde Wanne und Außenwände von dem Fahrzeug. Und ich muss sagen, der ganze Kiesarsch ist ein bisschen altmodisch. Normalerweise würde man erwarten, dass hier noch so ein Rahmen drumherum ist. So kennt man das eigentlich nur von den alten Hello, Airfix oder MH-Bausätzen. Aber im Grunde ist es ja eigentlich ausreichend. So, das ist hier die ja, Außenseite, schätze ich mal. Und wie ihr sehen könnt, die Nietendetails und so weiter sind sehr schön wiedergegeben. Da ist auch ein bisschen eine raue Oberflächenstruktur vorhanden. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also, ich denke mal, das ist schon recht maßstabsgetreu. Ja, hier, das ist dann die Innenseite. Das sieht man natürlich dann nur den unteren bzw. hinteren Teil. Ja, auch hier schöne Nieten und so weiter. Gefällt mir sehr gut. Es ist natürlich in dem Maßstab nicht ganz einfach, aber die haben das hier schon recht gut hingekriegt. Teile sehen auch nicht verzogen aus. Schön gerade alles. Gefällt mir gut. Hier dann der zweite Gießascht mit den übrigen Teilen, die ein bisschen filigraner sind. Hier sieht man zum Beispiel ein bisschen Fischhaut. Das ist natürlich schade, aber nichts, was man jetzt irgendwie entfernen könnte. Ist ja eine Kleinigkeit, das mit dem Messer da abzukratzen. Auch hier schöne Nietendetails. Die Sehschlitze sind zwar nicht durchbrochen, aber sehr tief angedeutet. Das sollte eigentlich reichen in dem Maßstab. Wenn man das vielleicht irgendwie schafft, schwarz zu hinterlegen, ist es mehr als ausreichend. Hier ist auch noch mal ein bisschen Fischhaut dran. Aber wie schon gesagt, kein Drama. Das schönste Teil an dem Gießarsch ist hier vorne diese ja, Box mit den beiden Klappen für den Fahrer und so. Die ist hervorragend detailliert. Dann jetzt hier noch diesen kleinen Gießarsch. Ich schätze mal, das ist die
Ja, spezifische Bewaffnung für die Female-Version. Einfach mit den vier Maschinengewehren und diesen Drehtürmchen für die Schießscharten an der Seite. Hier ist auf jeden Fall kein Flash in Sicht, kein Grat, gar nichts. Sehr gut gegossen. Die Ketten liegen hier als Gummikette bei. Ist, finde ich, im Maßstab 1 zu 72 mehr als vertretbar. Und bei so einem Fahrzeug muss man es mit den Ketten auch nicht so übertreiben. Die Außenseiten sind sehr schön detailliert. Trotz, ja, ich sage mal, des weichen Materials sind die Nieten und so sehr deutlich erkennbar. Und das Ganze wird dann, ja, hier mit so einer Lasche und diesen Köpfen hier dann zusammengebracht. Ich würde das mit Sekundenkleber verkleben. An der Innenseite findet man keine Details, aber die sind ohnehin nicht sichtbar. Außer man will, ja, das Fahrzeug irgendwie im beschädigten Zustand zeigen, wo es irgendwie die Kette geworfen hat oder so. Aber grundsätzlich ist die Innenseite nicht einsehbar. Das Material ist jetzt auch nicht sonderlich störrisch. Sollte sich eigentlich recht gut in Form bringen lassen. Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Fotoerz-Teile. Das ist hauptsächlich dieses Gitter für dieses Dach und dann noch ein paar so kleinere Teile, die an verschiedenen Stellen von dem Modell angebracht werden. Schön ist auch dieses gelochte Blech hier. Sieht sicherlich gut aus. Die Platine ist äußerst dünn, also ich möchte mal sagen, das ist wahrscheinlich die dünnste Ätzteilplatine, die ich je gesehen habe. Also die kann man kaum anfassen, ohne dass sich's verbiegt. Meiner Meinung nach ist es ein sehr guter und einfacher Bausatz. Der ist hervorragend geeignet für die Anfänger. Die Fotoätzteile lassen sich, schätze ich mal, recht gut verarbeiten und sind eigentlich auch nicht unbedingt nötig. Die könnte man auch weglassen. Also rundum anfängertauglich, wird aber auch den Ansprüchen der etwas erfahreneren Bastler gerecht. Also zumindest wird es ja, meinen Ansprüchen gerecht. Ja, die Details, auf die es ankommt, sind alle schön ausgearbeitet. Man könnte jetzt argumentieren, ja, die Innenseiten der Ketten sind nicht so detailliert, aber wenn man das Modell so baut, wie es hier zu sehen ist, spielt es keine Rolle. Der Bausatz schlägt somit ungefähr 15 Euro zu Buche. Das ist, finde ich, schon etwas viel. Ich sage mal, 10 Euro, 12 Euro wären etwas gerechtfertigter. Aber ich habe mich da jetzt auch mal nicht lumpen lassen und mir auch mal was gegönnt. Mal schauen, vielleicht wird der Bausatz ja mal noch billiger in den nächsten Jahren. Wäre ja möglich. Dennoch kann ich sehr empfehlen und da lässt sich auch einiges mitmachen. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.